Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 Grow-Projekt. Und ja, wir sind hier am Händler. Mach nochmal Leinen dran. Es hängt fest, ne? Ja. Oh no. Hallo! Hallo! Das sieht ja toll aus! Reicht ja. Gestapelt wie ein Profi. Oh no. Das ist richtig duper. Boah, wow, was stimmt denn mit dem Opa hier nicht schon wieder, Alter? Welcher Opa? Wir können nicht. Ich sehe gerade, ja. Ja, mach mal die anderen Sachen. Ja. Mann. Fahr mal hier so schräg hin. Dass du so stehst, weißt du? So. Soll ich mich genau davor stellen, sozusagen? Ja. Ja, genau, so bleiben. Oh, reicht, ja. Okay. So, warte mal, die muss jetzt nach ganz außen. Na gut, dann kriege ich ja eh nicht fertig, ne? Welches ist das denn, was fehlt? Das vorne, unten. Saatgut, ja. Okay, jetzt fahren wir ein Stück weiter vor. Ja, so reicht schon. Muss das auch gerade und schön sein? Naja. Ist, glaube ich, okay. Ja, ne? So.
Nein, 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 nein. Okay. Das machen wir ordentlich. Aus. Also Damon, ich will nichts sagen, aber das sieht da auf dem anderen Anhänger ganz schön fertig aus. Ja. Ich gebe mein Bestes. Ich komm hier auch mit Dingern um die Ecke, das ist der größte Scheiß hier. Die Frage ist ja, an sich müssen wir es ja einfach nur abschließen, ne? Ist ja eigentlich völlig egal, wer hier Erster wird. Wir wollen einfach nur die Punkte haben. Deswegen mach dir keinen Stress. Mach ganz in Ruhe. War gut. Ah ne, den habe ich da hinten hingestellt. Das wird nix. Boah, wie ich sowas hasse, ne? Was anderes. Wunderschönen guten Tag. Servus, hast du die pinke Farbe? Was schön, Sie kennengelernt zu haben. Ich wollte Sie gerade loben, wissen Sie das? Oh, wofür? Für diese professionelle Arbeit, die Sie hier leisten. Professionell? Das sieht sehr, sehr gut aus. Mhm. Deinen Sarkasmus verstehe ich schon, mein Freund. Nein, ehrlich, das sieht echt gut aus. Ja, wenn ich aber die anderen sehe, die sehen aber besser aus. Ich finde es toll, was du hier machst, Damon. Das ist wirklich schön. Es ist einfach einzigartig. Ja, abstraktes Beladen. Sag mal, kommst du eigentlich so hoch mit der Gabel, dass die Säcke da noch draufgestellt kriegst? Ich hoffe es. Ja, was haben wir denn hier? Kalk, das muss nach links. Rechts. Nach rechts. Ja. Das kriegen Sie in der Beule. Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Ebenfalls. Also, wenn ich jetzt die Arbeit sehe, die Sie hier verrichten, das wird schon. Also. Da haben Sie was verloren. Haben Sie denn unsere professionelle Ladungssicherung gesehen, als wir hier angekommen sind? Ist man Hingucker? Da habe ich leider geachtet, weil ich woanders gerade hingucken musste. Es tut mir sehr leid. Wie können Sie woanders hingucken müssen als auf mich? Ich habe halt hier war halt sehr viel los auf dem Hof zu dem Zeitpunkt, als Sie gekommen sind. Tut mir leid. Boah, mach mal kurz die Gurte drauf. Wie komme ich denn da so hoch? Das geht ja gar nicht. Geht nicht? Ja, nee. Dann musst du ja eh nochmal runternehmen. Hä? Ich starte. Du musst die Säcke auf den Strohballen stellen, ja, und dann den Strohballen hoch.
Ich soll jetzt den Strohballen runter, dann die Säcke drauf und dann die Säcke mit dem Strohballen da oben drauf, oder was? Ja, genau. Das geht in die Hose. So haben das die anderen gemacht. Echt jetzt? Ja, hab ich gesehen. Ach, scheiße. Warum sagst du mir das denn nicht, bevor ich den da drauf knall? Ich hab dich ja gefragt, ob du so hochkommst. Ich vertrau dir doch, Damon. Ach du bist so, der bei uns mit der Ahnung. Ach so, das hast du damit gemeint. Ja. Ach, hey, das hab ich gar nicht geschnallt. Oh, wieder ein ganz witziger unterwegs da. Wer hat sich das denn ausgedacht, hier die welche Spielgemeinschaft? Was meinen Sie? Ja, saß hier irgendwo in der Kneipe und habt sich gedacht, komm, wir lassen diese Leute jetzt ganz komische Sachen stapeln, oder? Nein. Ach, hey, jeden. Das ist eine Schulung. Eine Schulung? Mhm. Beladungssicherung und Beladen von Fahrzeugen und, Und das klingt sinnvoll, ja. Ja, finde ich auch. Dass man die Säcke oben drauf nimmt, dass sie nicht verdrückt werden von den Paletten zum Beispiel. Ja. Da habe ich schon drauf geachtet, dass es dann alles so seinen Sinn und Verstand schon in so einem Dorf. Ja, ich hab auch tatsächlich das Gefühl, der Damon hat es auch nötig hier nochmal mit dem Workshop. Hallo, Leute! Ich gebe mein Bestes hier. Das ist normalerweise der Hass pur, was ich hier mache. Ich hab dich gefragt, ob du lieber stapeln oder fahren willst. Hallo, Herma. Kannst du den stapeln? Sonst klar, sind sie ja. Geht ihn. Wenn du ja willst, kannst du ja jetzt draufsetzen, Gortula. Soll ich machen? Willst du? Na, ich krieg das hin, klar, kein Problem. Oh! Nee, das ist nicht gut. Mach hoho. Ah. Na hier. Ja, also so, ja, toll. Also so wird das glaube ich nichts. Doch, klar, das schaffst du. Komm. Wenn du ihn so da drauf kriegst, dann weiß ich auch nicht. Dann ja, sprich es aus. Nee, besser nicht. Oh nee. Warte. Buh. Wenn's fällt, bist du schon, ist ja wohl klar, ne? Psst. Schau an. Ja, perfekt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das liegt auf dem Boden. So, was jetzt hier mit? Wenn's drauf ist, dann was? Ja, nee, was krieg ich denn? Mit Sach? Das ist ein Honigtopf. So. So, sind Sie jetzt nicht fertig, ja? Ja. Ja, haben Sie gesehen, wie professionell ich das darauf gestellt habe? Das sah sehr gut aus, ja. Der Hammer, oder? Ja. Steffi, das ist ja wie bei meiner Frau. Hör auf zu flirten, hau rein da jetzt. Ja, das sieht gut aus, finde ich. Ja, aber wie finden Sie meinen Anhänger? Ist das nicht schön? Ja, aber der ist größer als unserer. Das war ein bisschen gemein. Die hatten mehr Platz zum Stapeln als wir. Das ist mein Lieblingsanhänger. Der ist toll, ne? Ja, ne? Antner, wunderbar. Auch schönes Rot. Ein Pink wäre es noch hübscher, aber ist nicht schlecht. Ja, aber er ist halt rot. Ja, der passt halt zu ihren hässlichen roten Fellen hier, ne? Ja, aber es ist halt ein wunderschöner roter Anhänger, der mir sehr am Herzen liegt. Wollen Sie auf irgendwas hinaus mit Ihrem, mit Ihrer... Ne, mit ja. Ihrem... Ja, ja, halt, ja, hier. Das ist halt ein sehr schönes Fahrzeug. Cordula. Ein schönes Fahrzeug, ja, ich mag das auch sehr. Toll. Cordula. Ja? Nummernschild. Ja, hab ich doch schon längst gesehen, Baby. Bin ich blöd, Ben. Naja, Sie können den Anhänger gerne hier abstellen und dann geht's weiter. Und mit wem geht's weiter? Wer sagt uns, wie es weitergeht? Mit Ihrem, auf Ihrem Hof geht's weiter. Ach so. Okay. Ja? Super, okay. Danke. Bitteschön, schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Hast du aber denk an die pinke Farbe, ne? Ja. Ja, wichtig, pink. Jo. Der denkt da nicht dran.
So. Guck mal, das war doch super. Ich bin stolz auf dich, Damon. Ich bin wirklich stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Okay, also wir haben jetzt übrigens schon 4 Buchstaben von dem Crossword-Puzzle. Woher weißt du das? Ja, weil ich sie aufgeschrieben habe. Ach so. Ich dachte, du weißt schon, welche 4 richtig sind. Also. Ach so, naja, wir haben halt 4, also ein F, ein S, ein L und ein G. So, bleib mal hier noch. Ich bin gleich wieder da, Damon, ne? Ich muss mal ganz kurz gucken gehen. Ja. So. Also beim Dingen hier brauchen die Traktoren viel Leistung, damit du die Berge und so hochkommst. Echt krass. Ja. Ja, dann rufen wir jetzt mal den Franz Friedrich an, oder? Ja, würde ich sagen. Machen wir. Ring, ring. Hallo. Hallo, Franz Friedrich, die Cordula und der Damon hier. Hallo, ihr beiden. So, wir haben, wir haben das abgeschlossen hier mit dieser Schnitzelsuche da. Mhm. Obwohl es keine Schnitzel gab, da war ich ein bisschen enttäuscht. Es gab keine Schnitzel. Nee. Ich dachte, darum ging es in dem Spiel. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Ich dachte, am Ende erwartet uns einen schönen Schnitzel, aber nix hat uns erwartet. Naja, wir sind jetzt wieder hier, wir sollten uns hier wieder melden. Es hieß, wir kriegen jetzt was Neues von Ihnen. Ja, wenn Sie auf dieses Tablet gucken, dieses Internet da reingehen, da... Ja. Da müsste irgendwas aufgetaucht sein, was Sie da annehmen können. Müssten irgendwie so 2 Sachen sein. Ja. Wir haben einmal, ich werfe gerne. Wende das Gras, um Heu zu erhalten. Ja. Und das riecht so gut, mähe das Grasfeld. Ah, ja. Ich gehe mal stark davon aus, wir müssen erst das eine machen, um dann das andere zu machen, oder? Genau. Genau, ja, gut. So sieht das aus. Damon, dann nehme ich beide an für uns, oder? Ja, mach das. Super. So, und da gibt es jetzt eine besondere Herausforderung. Aha. Sie dürfen das Mähwerk, was jetzt aktuell am Waschplatz steht, benutzen. Das mit den Zwillings-Gedöns. Ja. Das dürfen Sie gerne nutzen. Und zum Wenden zeige ich Ihnen mal, ich komme zum Hof und dann zeige ich Ihnen einen Wender. Mit welchen Gefährten machen wir das denn? Mit Ihrem Traktor, den Sie haben. Ja, und? Meinem Traktor. Ah, Ihrem, okay. Also kann ich mein Fahrzeug hier erstmal abstellen? Am besten eben hochbringen, hinten beim Kuhstall raus und dann hochbringen zu Ihrem Dings, zu Ihrem, ja, und zu Ihrer Halle, damit das nicht irgendwo bei mir auf dem Hof rumsteht. Okay, mache ich. Und da können Sie dann die Straße wieder runterlaufen. Da habe ich ja noch mal Hallen, da ist der Wender, den zeige ich Ihnen dann. Oh, ja. Ich glaube, ja. Damon, was möchtest du denn lieber machen? Mähen oder wenden? Ist mir relativ egal.
Ich weiß nur nicht, was jetzt gerade aktuell sinnvoller ist, mit dem Traktor den Wender zu benutzen oder das Mähwerk. Was ist das denn für ein Wender? Ein großer oder ein kleiner? Der steht hier in diesem Gebäude unten drin. Vielleicht kann der Herr Beule ja gleich an meinem gucken, was er meint. Ich würde sagen, dass wir mit dem Fendt den Wender nehmen und mit dem anderen das Mähwerk. Ich weiß immer noch nicht, wo steht der Wender? Folgen Sie einmal, junge Dame. Oh, schon Mörsi. Hier drin. Ach, hier. Ja, ja. Ich glaube auch mit dem, lieber mit dem Kleinen. Dann ist das hier Ihr Traktor, den ich nehmen darf dann? Ja, oder wollen Sie diesen Traktor nehmen? Nee, den wollte ich nicht. Der sah klein aus. Okay. Nehmen lieber die großen Dinge. Ja, alles klar. Dann gut, dann wieder runter mit. Und dann hole ich mir da am Waschplatz die Mähwerke ab, ne? Genau, genau. Super. Zu welchem Feld müssen wir denn? Ach so, genau. Es handelt sich um, eine Sekunde, Feld 16. Feld 16, da unten, ja, alles klar. Cordula, ich fahr schon mal los, ne? Ja, macht es. Was war? Feld 16? Feld okay. 16. Komm hinterher. Ist ja hier um die Ecke. Doch klar, sag ich noch was. Ich habe aufgeräumt. Das habe ich da getan. Jetzt ist der Damon schon vorgefahren. Der kann ja gar nichts machen ohne mich. Ja, ich wollte schon mal ein bisschen Pause machen. Ach so, ja, das kannst du machen ohne mich. Stimmt. War auch wieder falsch, ey. Wo ist denn das Feld 16? Ich sehe es gar nicht. Ach, da. Frau Cordula, das ist echt doof hier mit der Baustelle, ne? Oh, Entschuldigung. Ja, es ist sehr eng hier. Ja. Auch gerade schon, also Ihre Hofausfahrt ist auch nicht gemacht gewesen hier für die großen Geräte. Ja, ich fahre meist immer hinten rum beim Kuhstall. Hm. Da ist schön viel Platz immer. Sag mal, Dame, bist du falsch gefahren? Ja, ein bisschen. Aber jetzt fahre ich richtig und jetzt gibt's Gas. Super. Ja, ich fahre wieder falsch. Das gibt's ja wohl nicht. Aber wie komme ich denn zu Feld 18? Ich dachte 16. Meine ich doch. Och, Mensch. Ja, an unserem Hof vorbei einfach gefahren. Da hoch, wo wir das alles, wo wir das da machen müssen, das, das abliefern müssen und so. Schaffst du's? Ja. Sehr gut. Alles gut, Steffi. Bist du überhaupt ein Mädchen? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit Steffi sage und du ein Junge bist oder so. Nicht, dass du dich noch beleidigt fühlst. So, Cordula.
So, Cordula, ich komme. Dann wird gewendet wie ein Profi. Ah, bin schon hier angefangen. Damon, mein Traktor fährt. Sag mal, warum machst du denn Schwartablage? Ist doch egal, oder nicht? Ja. Ja. Da musst du nicht so viel erwischen. Ja, das ist auch richtig. Ja, ja, lass mal so, hast recht. Pass auf, nächster Quest ist Schwade das Heu. Oh, aber Weibchen schon. Nicht Mädchen ist schon zu lange her. Also. Bei der Wie von sind die aktuell, wir sind gerade bei der dritten. Aber Weibchen schon. Nennt meine Frau auch immer Weibchen. Und auf Instagram habe ich mal so meine Frau, die wollte ich anrufen, und immer wenn ich meine Frau anrufe, geht sie nie ans Handy. Da habe ich eine Instagram-Story gemacht, wie ich sie 32 Mal am Tag versucht habe anzurufen, weil ich so was Wichtiges wissen wollte, und habe sie bei mir im Handy unter Weibchen abgespeichert. Aber Weibchen ist zwischen mir und meiner Frau so ein kleiner Insider, weißt du? Und ja, da gab es einmal richtig Stress auf Instagram. Boah, frauenfeindlich, als Weibchen abgestempelt und bla und blub. Und ich denke mir nur so, oh nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch einfach, weißt du. Also ich finde, Beach-Vibe ist auf jeden Fall besser als Pille. Pille schmeckt auch. Wie sie, was ist dein Lieblings-Holi-Geschmack? Vom Eistee ist es, habe ich gerade nicht hier, das mit der Erdbeere, mit Vanille irgendwas. Wie heißt denn das? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Irgendwas mit Vanille. Irgendwas mit Vanille. Raspberry und Vanille heißt das. Und da ist eine Erdbeere drauf. Also vom Eistee auf jeden Fall Raspberry und Vanille. Und beim Energy ist es der Lion. Lions Lemonade. Kann ich auch nur empfehlen, auch mal die Leute an YouTube, wenn ihr mal Bock habt auf eine alternative Energy Drink ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Zusatzstoffe, alles auf veganer Basis, dann schaut doch gerne mal bei Holy Energy vorbei. Und Link dazu findet ihr unten bei mir in der Videobeschreibung. Und für die Twitch-Leute, wenn ihr Ausrufezeichen Holy in den Chat eingibt, dort bekommt ihr einen Link. Wenn ihr über diesen Link einkauft und nachher beim Bezahlen den Gutscheincode FREEZY5 eingibt, also alles hintereinander geschrieben, alles groß geschrieben, bekommt ihr noch zusätzlich zu eurer ersten Bestellung 5 Euro Rabatt. Und wenn ihr weiter bestellen solltet, jedes Mal über meinem Link 10% Rabatt, meine lieben Freunde. Und ja, ihr spart und gleichzeitig unterstützt ihr mich dabei und habt eine super Alternative zu einem Energy Drink. Sag mal, wollen die, dass sie das ganze Feld mähen? Ja, ist doch jetzt fertig. Achso, also, ja, ja. Also, hier noch die eine Bahn und dann haben wir es doch. Das läuft ja.
Achso, ich hab fertig gemäht. Ich bin auch sofort fertig. Dann ist es eine Himbeere, Steffi. Dann ist es eine Himbeere. Oh Mann. Erdbeere, Himbeere, wo ist der Unterschied? Oh, Damon! Levelob! Ja, Levelob, wunderbar! Großartig! Ja, da können wir jetzt wieder so einen Questpunkt vergeben, ne? Stimmt, ja. Wollen wir das jetzt noch machen oder erst nach der Kaffeepause? Ne, lass mal jetzt noch machen, oder? Ja, oder ne, lass mal nach der Kaffeepause. Nach der Kaffeepause? Okay. Ja. Super, machen wir. Ja, dann fahren wir zurück. Wollen wir kurz anrufen, den Franz Friedrich? Nicht, dass wir hier was falsch gemacht haben. Und dann müssen wir nochmal zurück, oder? Ja, das, ja, hast du recht, ja, ja. Super. Ring, ring. Hallo. Hallo, Franz Friedrich. Cordula und Damon hier. Wir sind fertig mit Mähen und Wenden. Ja. Wollen Sie das noch einmal kurz checken, bevor wir hier das Feld verlassen? Nicht, dass Ihnen irgendwas nicht passt und wir müssen dann nochmal zurückfahren. Ich fahre gleich. Sie müssen ja eh... mal in dieses Internet reingucken gleich. Meinen Sie wegen dem Punkt, den wir da vergeben können? Nee, wegen weiteren Aufgaben. Ach so, ja. Ja. Ja, ich meine nur nicht, dass wir jetzt hier von hier wegfahren und dann... Ach so, ich mach mich gleich auf den Weg einmal. Okay. Gut, alles klar, dann wisst ihr Bescheid. Danke. Ja, bitte. Ja, Dame, dann lass uns einfach kurz hier stehen bleiben, trinken wir halt hier fix unseren Kaffee, ja, oder? Ja, würde ich auch sagen, passt. Alles auch. Klar, na dann machen wir gleich weiter. Ja, machen wir gleich weiter. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen, schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!